Ist ja wieder mal typisch. Ich mache ein, zwei Videos über Thomas, komme gerade in Rhythmus rein und dann, boom, Kanal explodiert. Bleibt mir wohl leider nichts anderes übrig, als weiter Animes zu gucken. Ihr seid alle zur Schule gegangen. Okay, Alter. Erstens, du störst. Zweitens, ja, aber ich erinnere mich nicht gerne dran. Kann ich jetzt bitte weiter gucken? Ihr kennt die Geschichte, wie das Leben entstanden ist. Das Leben auf dieser Welt. Hätte ich lernen sollen? Ich wusste nicht, dass heute ein Test angesetzt war. Es gab vor 3,8 Milliarden Jahren einen riesigen Ozean. Da gab es alle passenden Bausteine. Die waren da einfach drin. Und die wurden einfach durchgemischt und durcheinander gemacht. Und dann kamen Blitze dazu und elektrische Ladung und Hitze und Kälte. Und irgendwann war die erste lebende Zelle fertig, oder? So ähnlich ist die Geschichte. Nein, es ist ein gewaltiger Strohmann. Die eigentliche Story geht in etwa so. Es gab diesen gewaltigen Ozean. Und in dem konnten durch im Labor bewiesene Umstände die ersten Bausteine des Lebens entstehen. Aus diesen Bausteinen konnten sich unheimlich simple Protozellen formen, die sich über Jahrmilliarden in komplexere Zellen entwickelt haben. Und ich weiß genau, was jetzt bei dir kommen wird. Ja, aber hier und da und und Wahrscheinlichkeitsrechnung, die mit der ganzen Scheiße nichts zu tun hat. Und und wahrscheinlich noch irgendwie Louis Pasteur mit reingepallert. Die ganze Scheiße kenne ich schon. Und ich möchte hier einmal kurz einen Kommentar aufgreifen, den ich in den letzten Tagen bekommen habe, von den Stimmen aus dem Off. Ich weiß, dass ich diesen Idioten nichts beibringen kann. Ich habe weder die Zeit noch die Buntstifte, um denen das zu erklären. Ich werde hier niemandem die Weltsicht ändern. Es gibt genau zwei Sachen, die ich machen kann. Erstens, Leute ein wenig unterhalten. Und zweitens, den Leuten, die nicht vollkommen verblendet sind, vielleicht ein bisschen aufzeigen, was sie da für eine Scheiße im Kopf haben. Wohlgemerkt, Möglichkeit 2 ist deutlich weniger wahrscheinlich als Nummer 1, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich habe hier mein Handy mitgebracht. Ich habe das Gefühl, ich kenne das Argument irgendwoher. Ein Archäologe im Wald, der über einen Schrottplatz weht, wird da kein Elefant einfach aus Staubkörnchen entstanden sein. Um den Rest zusammenzufassen, jedes kreationistische Argument aus dem Lehrbuch. 1:1. Aber gehen wir ganz kurz auf das Argument ein. Der Unterschied zwischen Menschen und Handys ist, dass Handys sich nicht biologisch fortpflanzen können. Das heißt, alle Verbesserungen, die über die Generationen auftreten, werden künstlich von außen eingeführt. Während Menschen beispielsweise sich biologisch fortpflanzen. Und wir können beispielsweise durch Fossilien sehen, dass unsere Vorkommen deutlich anders aufgebaut waren als wir. Das heißt, dieselben Verbesserungen, die bei Handys auftreten, treten auch bei Menschen auf. Aber Menschen können es dank biologischer Fortpflanzung selber machen. Der Grund, warum ich euch das erkläre, als wärt ihr geistig behinderte Fünfjährige, ist, dass dieser Typ ein Diplom-Ingenieur ist. Ich habe keine Hoffnung mehr für die menschliche Spezies. Das ist der Grund, warum ich trinke. Bis denn.